Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu God of War Ragnarök. Das wird mein zweiter Durchlauf sein vom Spiel und dieses Mal gehe ich das Ganze etwas anders an. Wir werden nur die Story spielen, wir werden Nebenmissionen, soweit es geht, vermeiden. Ich denke, die ein oder andere werden wir wohl machen müssen, um vielleicht eine Rüstung zu bekommen, aber ich werde so schauen, dass wir so gut wie nur die Story spielen und bin schon sehr gespannt, wie das dann wird, wie sich das dann darstellt. So, wir fangen an mit der Zusammenfassung und das Ganze wird auch ohne Comments sein. Also ich werde meinen Mund halten. Ich werde also ganz ruhig sein und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es werden lange Sessions werden. Bis dahin bleibt dabei. Ich glaube, es lohnt sich. Also lasst uns starten. Juhu! Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein! Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn! Und Mutter, da, sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig.
Soll ich? Könnte Fenrir schlafen. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Da ist sie! Vater! Sieh los! Hab dich! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Da oben! Was hat sie? Vorwärts! Die Bäume! Sie stürzen um! Sie kommt wieder her! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Warte! Ich hab dich! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Nein! Freya, wir sind nicht deine Freya, halt! Zwing mich nicht dazu! Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Svagnar, los. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein.
mach schon. Ich nehme den Hör. Leg los! Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung? Schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oh, Frau. Bist du? Sogna. Ethan. Sogna. 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 Wir trainieren. Was? Nein! Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer! Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken?
Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Kommst du mit mir? Faye. Bist du bereit? Du gehst als Sesse Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr?
Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Hier lang. Faye. Läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Er kroch hier durch. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Drückt auf! Und wir sind nicht allein. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja?
Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Wir müssen drumherum. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Glaubst du an Prophezeiungen? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Sein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Oder du machst das. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier.
führt hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Jemand dem Bären begegnet. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Atreus, bist du hier? Ist doch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, wo bist du? Wir haben den Bären gefunden, oder er uns. Da kommt er!
Atreus! 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 Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Und? Reden wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Ein Zeichen, Vater. Jetzt! Nicht da! Achtung, Feuer! Also, Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwintertäuschung. Kenne ich auch.
Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Der da. Ausschau. Keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Wir sind fast zu Hause. So ging es schon die ganze Nacht. Sind wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Manchmal wünschte ich, Tyrs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Svatnar, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Speck. Atreus. Ich sehe nur nach. Ins Bett. Jawohl. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge.
Das merkst du, wenn du älter wirst. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Was war das? Dein Bogen! Kann ich reinkommen? Ich habe Met! Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Gemütlich. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerliche. Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen.
Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist... sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Nein. Mach es kurz. Ja. Wird auch Zeit. Darauf hab ich gewartet. Du brichst mich von ihm. Zum namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch! Das war für Baldr. Und jetzt zeig mir diesen Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen! Feigling! Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Egal. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Du kennst meine Vergangenheit. Diesen Geist Spartas Geschichte. Ja. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Zeig's mir. Jetzt haben wir unseren Kampf. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Das müsstest du besser können!
Sieh dich an, wie du nach deinen alten Techniken suchst. Das ist für Mordlich. Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Richtig? Deine Söhne griffen uns an. Gut. Gib endlich alles! Hast du dich schon aufgewärmt? Was Glück? Sind meine Söhne tot, weil du verdammtes Glück hattest? Trottel! Du kannst hier Vater werden von deinem Besten. So läuft das nicht. Du bist kein Zerstörer wie ich. Oh nein. Ich sage, wann wir fertig sind. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Zeig mir das Monster! Angst, dir die Hände schmutzig zu machen? Das hat meine Jungs nicht besiegt. Zeig mir, wer du bist! Das ist für Mordi! Er war dir egal. Selbst im Tod. Was sagst du da? Mordi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Dein väterlicher Rat geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das begonnen. Ich beende es. Das ist der Gott, der aus Gekränktheit eine Götterwelt ausgelöscht hat. Das ist der fremde Gott, der Fall der Besiegte. Sehr schlau. Das bringt ja auch nichts. Das ist der Mann, der Valkyrenkönigin Sigrun entgegentrat. Wo bleibt die Liebe zum Kampf? Ich verstehe, warum meine Söhne dir unterlagen. Selbst dieser schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne.
Und dein Junge, der Allvater, hat Pläne mit dir! Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Ich muss nach Atreus sehen. Ja, schön, dass du neue Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Hey, eine Sache noch, Kleiner. Da Asen, die die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich red mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen. Und er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich hab abgelehnt. Offensichtlich. Gut. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein! Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Sag's mir.
Hol deine Sachen. Bist du bereit? Geh. Behalte dein Kleingeld, du Dreckskerl! Gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Wow. Der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Ja, vermutlich. Halt. Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immerzu auf der Hut. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile.
Ich weiß nicht. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Noch immer Opfergaben für Odin. Ihm sind die doch egal. Vorsicht! Nächste! Ja, sehr rasch von dem Boden. Treffer! Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Zu spät. Vater, benutze deine Klinge. Verbrenn sie. Links sind noch mehr Räuber.
Wurf! Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wir klettern. Gut. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste Bild des Grauens. Nüster! Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Bruder! Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Deine Hörner leuchten! Vielleicht deine Schwachstelle! Hinter dir, pass auf! Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Vater, der Schild, den Mutadi gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft. Und die rechte Tafel, ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Ha!
das einem helfen? Na also, los! Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gäbe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir... Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber... wir konnten nicht herausfinden, wir. Was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch.
blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim? Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Der Boden sieht hier rissig aus. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich! Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Wir hier! Nicht da! Rechte Seite, Bruder! Zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tyr nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut.
nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Hier entlang, Kratos.